So, also wir hatten oben eine Tür und unten eine Kiste. Und ich mag Kisten. Also gucken wir da mal hin. Kann man nicht reingehen, okay. Oh, Überlebende. Bleiben Sie stehen! Skrupellos, dieser Plünderer. Es ist Ihnen vielleicht entgangen, Sir, aber hier gehen einige unorthodoxe Dinge vor. Wie sind Sie in die Stadt gelangt? Geld öffnet alle Türen, mein Freund. Wusstest du das noch nicht? Wir könnten die Beute teilen, wenn ihr uns gehen lasst. Für Geschäfte mit Typen wie euch sind Typen wie wir nicht unbedingt aufgeschlossen. Lasst alles liegen und macht euch vom Acker, bevor ich meinen Freund Ovid hier von alleine lasse. Sehr schön. Der andere hat noch einen Rucksack gehabt, hey. Ach, fahr doch zur Hölle. Also gut, Männer. Dann wollen wir mal sehen, was wir hier haben. Ovid, kommen Sie her. Sehen Sie sich diese Kiste mal an. Da ist etwas drin. Sieht aus wie ein Notizbuch oder Tagebuch. Das ist polnisch, interessant. Ich übersetze es mal. Dann beeilen Sie sich, Ovid. Wir haben keine Zeit. Okay, los geht's. Sieht aus wie ein Tagebuch. Meine kleine Schwester hat mal Tagebuch geführt. Mal schauen, was drin steht. Machen Sie schon, Ovid. Gestern waren wir sehr betrunken. Und er hat angefangen, von General Kosow zu reden. Ich bemerkte scherzhaft, dass Kosow wahrscheinlich den Heiligen Gral im Labor hat, weil er es so sehr beschützt. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ausgerechnet in diesem Moment kam nämlich Kosow vorbei und der fand das gar nicht witzig. Er murmelte etwas von ernsthaften Konsequenzen. Jetzt habe ich richtig Angst, was wohl aus mir wird. Heiliger Gral. Ein interessanter Vergleich. Dieser Kosow scheint irgendwas mit gleicher Inbrunst zu verteidigen, wie der Sage nach die Tempelritter den Kelch Jesu. Vielleicht hat dieser arme Kerl etwas ausgesprochen, was der Wahrheit gefährlich nahe kam. Erst dieser komische alte Mann, dann dieses Tagebuch. Ich wette, da gibt es eine Verbindung. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Lasst uns die Kanalisation durchforsten. Du meinst den komischen alten Mann, der genau einen Schritt hinter dir steht? ja, okay. Und irgendwie hatte ich mir mehr Beute erwartet. Ich meine, die hatten einen Rucksack voll und die hatten eine Kiste und in dem ganzen Zeug war jetzt nur ein Tagebuch drin. Keine Munition, kein gar nichts. Nee. Da kann ich auch nichts anklicken, nee. Wir sind jetzt ganz nah am Eingang zur Kanalisation. Halten Sie nach einem großen Ventil Ausschau. Und er geht? Wenn die Leute, die Sie suchen, clever waren, haben sie sich da drin verschanzt. Ich konnte die anderen nicht beschützen. Es tut mir leid, aber ich muss gehen. Warten Sie! Warum? Bei uns sind Sie doch sicher. Wir brauchen Ihre Hilfe. Das müssen Sie schon alleine erledigen. Ich muss gehen. Stopp! Lassen Sie ihn doch, Sullivan, komischer Vogel. Oui, ich habe Anzeichen einer Psychose registriert, Sir. Dieser alte Trottel, wäre er doch bei uns geblieben. Ja, der ist ein super Kugelfang gewesen. Au. Au. Okay. Hornet. Hat nur 50 Lebenspunkte. Und die Kiste will ich öffnen, bevor die alle tot sind. Keine Fässer, die man in die Luft jagen könnte. Da ist noch eine Kiste. Mist. Aber gut. Du, was hast du? Du hast einen Napalm. Lieber ein Feuerresistent, oder? Also die Pepsi-Jungs waren feuerresistent und irgendein anderes Monster auch. Entweder das Vieh hier oder das mit den Klauen. Aber eigentlich würde ich mit dem Napalmwerfer gerne mehrere auf einmal treffen, also du nicht. Die Fallmunition bewahre ich mir für Bosse auf. Ja, Gewehr, ne? Vier Schadenspunkte. Wow. Du gehst mal dahin. Ovid.
Du gehst mal genau zur Kiste. Öffnen. Oh, kugelsichere Waffe, Pflaster, Gewehrmunition. Alles mitnehmen. Hat sich schon mal super gelohnt. So, du... Wo ist der Flammenwerfer? Da. Damit erwischst du die Hornet. Aber nur eine. Alle sind zu weit auseinander. Aber trotzdem, mach mal. So. Die kommen recht weit. Das heißt, die da wird Ovidge erwischen. Oder die Jungs hier hinten. Trantin, was kannst du denn Schönes? Du kannst auf die Hornet da hinten schießen. Nee, ich würde ganz gerne die da erwischen. Dafür gehst du bitte mal... Ich kann ja gar nicht ordentlich gucken, wo er steht. Geh mal bitte dahin. Und schieß auf den, sodass der hoffentlich nächste Runde am Feuerschaden schon stirbt und gar nicht erst im Nahkampf kommt. 16. Da fehlt einer. Du gehst bitte hoch. Und der Rest bleibt so stehen, wie er ist. Okay, gucken wir mal. Die eine Horn hat nur noch einen Lebenspunkt. Das ist doof. Ja. Das hätte nicht sein müssen. 16 brennbar? Oh, können die uns anzünden, wenn sie selber brennen? Das wäre nicht so schön. Du... Also die Hornet ist nächste Runde tot. Du gehst jetzt einen nach oben. Wechselst auf die Schrotflinte. Schießt auf die Hornet. Bis wo kommst du? Bis da. Dann geh mal bitte dahin. Du schießt auf die Hornet. Und schießt daneben. Mit wie viel Waffenskill hast du? Nee, warte mal. 95% Genauigkeit. Ja gut, jeder 20. Schuss, das war jetzt wohl gerade. Die können nicht auf die da schießen. Kommst du von hier aus? Nein. Geh mal einen Schritt nach oben. Und noch einen Schritt nach oben. Geh mal einen Schritt nach unten. Gar keinen treffen. Ja, das war jetzt unpraktisch. Ich hätte auf den hier unten schießen sollen. Also mit Sullivan. Egal, du bist jetzt tot und haben schon mal einen weniger. Gewusch. So. Sonst dürfte uns keiner diese Runde Schaden zufügen können. Oh. Das habe ich mich verguckt. Das sah schmerzhaft aus. So, und die können jetzt nächste Runde schießen. Okay. Du. Geh mal zur Seite und axt den. 17, sehr schön. Du gehst zur Seite. Nie. Ah doch, kannst gleich noch ausweichen. Weil sonst schießt der gleich eine Salve und trifft beide auf einmal. Das wäre nicht so schön. Also du. Messer. 7. Gehst zur Seite. Und Sullivan. Du müsstest eigentlich dahin gehen. Mach das doch einfach mal und schieß schräg. Du machst mehr als 7 Schaden, bitte. Jo. Okay, ich glaube, der passt hier gar nicht durch. Das heißt, er könnte höchstens auf Ovid schießen. Ja, und er kann auch Sullivan schießen. Wenn Sullivan nicht höher geht. So müsste das hinhauen. Jo, okay. Zug beenden. Bevor der Kampf zu Ende ist, wir müssen unbedingt unten zur Kiste. Wenn die genauso guten Loot hat wie die andere, dann... Oh. Das kam jetzt unerwartet. Du... Haben nur 60 Leben, das geht ja sogar. Geh mal dahin, schieß auf
Garcia. 19, sehr gut. Dahin. Oh, Witch, ich würde gerne mit dem Flammenwerfer beide erwischen, aber das klappt nicht. Oh, hier erwischt gar keinen. Wie weit kommen die? Ist da. Also wenn du dich da hinstellst und schräg schießt, könnte das klappen. Aber hast du was zum Schrägschießen? Ah. Mit Glück und allem. Sehr gut. Aber das ist echt ein super Vorteil von der Schrotflinte. Die hat nicht schräg und geradeaus. Die kann einfach überall hinschießen. Aber nur mit begrenzter Reichweite halt. So, 23. Schieß bitte auf den. 14. Nächste Runde tot. Okay. Der da könnte jetzt schießen. Wenn ich das richtig verstanden habe, können die Viecher nur schießen, wenn sie sich vorher nicht bewegt haben. Das heißt, wenn wir jetzt einfach aus dem Weg gehen, sagen wir mal dahin, könnte der hier höchstens auf Sullivan schießen. Aber Ovid müsste auch noch einen Schritt zur Seite gehen. So, Ovid und Trantin müssten sicher sein. Gucken wir mal. Und wir haben ja drei Pflaster gefunden, das passt schon. Ah, und die können bewegen und schießen. Doll schießen. Hm. Der hat jetzt nicht geschossen. Ah, sehr komisch. Na gut, du gehst jetzt dahin. Und haust den. So, irgendjemand muss noch 5 Schaden machen. Du gehst derweil runter Richtung Kiste. Ovid. Gehst bitte dahin. Benutzt den Flammenwerfer. Und hoffst, dass die Feuerschaden nehmen. Ja, tun sie. Okay. Also dann waren es diese Clownviecher. Die Clownviecher sind feuerresistent. Und die Softdrinks, Jungs. Und ihr habt noch 31. Kriegst nicht so eine 15. Also ich muss jetzt 16 Schaden machen. Sturmgewehr im Nahkampf. 16 Schaden, komm. Jo. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Viech ist tot. Aha. Andere Viecher kommen näher und wir müssen noch zur Kiste. Wir sollten es so machen, dass wir erst eins von den Viechern umbringen und dann uns um die Kiste kümmern. Und nicht jetzt hier durchrushen und versuchen, da irgendwas zu reißen. Also Trantin. Geh dahin. Schieß auf Hornet. Sehr gut. 34 haben wir noch. Dann gehst du einfach weg. Du nimmst die Pistole. Schießt auf die Hornet für viel zu wenig Schaden. Gehst zur Seite. Du gehst dahin, wechselst zur Pistole, schießt für viel zu wenig Schaden. Und gehst auch weiter weg. Weil alle drei von uns können schneller sich fortbewegen als die Viecher. Das heißt, theoretisch könnten wir einfach weglaufen und rückwärts schießen. Au. Außer ich passe nicht auf und lasse mich im Nahkampf pieksen. Ich glaube, Ovid. Oh, Gegenangriff. Ich glaube, Ovid braucht bald Bandagen. So. Das ist gar nicht Ovid, das ist Sullivan. Du hau den da. Danach läufst du weg. Das Vieh kommt nicht hinterher. Okay, Ovid. Das Vieh soll jetzt nicht sterben. Das Vieh soll hinter uns herlaufen. Ovid, lauf noch da. Vieh kommt nicht hinterher. Okay, und du? Du schießt mit der Pistole auf das Vieh. Waffenskill verbesserst und läufst dahin. Okay. Trantin, da lang gucken. Schießen auf die Hornet. Mit Glück. 5 Schaden. Okay. Du kommst gar nicht an ihn ran. Also praktisch, okay. Allerdings kommst du. Da hinten kommst du nicht hin, ne? Doch.
egal wo er jetzt hinläuft, er wird erwischt von dem Vieh. Das ist allerdings nicht so schön.